Aber was machen Gemeinden heutzutage, ja? Was machen Gemeinden heutzutage? Gehen sie an das Ende der Erde? Machen sie das wirklich? Gemeinden heutzutage, sie beten und warten. Das ist, was sie machen. Sie sind in ihrem völlig toten Langweiler-Hauskreis und dann wird gebetet, ja, bitte bring jemanden vorbei, und dann alle paar Jahre kommt jemand vorbei und ich hoffe, dass die Person gerettet wird, was natürlich in den meisten Fällen überhaupt nicht der Fall ist, weil die meisten Gemeinden heutzutage ein falsches Evangelium verkündigen. Das ist leider so. Aber sie machen eigentlich nichts anderes, als zu beten und zu warten. Und wenn es hochkommt, dann gibt es irgendwie eine Traktate-Verteilaktion, was zu 100% sinnlos ist. Eine Kalenderverteilaktion, 100% sinnlos. Irgendein Büchertisch, sinnlos. Irgendeine tolle Sonderveranstaltung, alle paar Jahre. Da werden dann Leute eingeladen und dann wird geködert mit Musik, da wird geködert mit Kaffee und Kuchen, anstatt einfach zu sagen, wir wollen nicht das Evangelium predigen. Wir wollen euch zeigen, wie man in den Himmel kommt. Was machen sie? Hauptsächlich einfach beten und warten, dass jemand vorbeikommt vom Ende der Erde. Vom Ende der Erde und dann am besten auf die Knie fällt. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich bin vom Ende der Erde gekommen. Sag mir, was ich tun muss, um gerettet zu werden. Und so, sie warten einfach nur, dass jemand vorbeikommt. Aber wir sollen bis an das Ende der Erde gehen und nicht darauf warten, dass jemand kommt und sie uns anfleht, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist toll, wenn das passiert, aber das passiert vielleicht alle paar Jahre. Mehr nicht. Und ich habe euer Gemeindehaus gesehen und die Zerrener Straße 32 in 75172 Pforzheim, die ist so schön und ihr seid so weise, ihr habt so weise Satzungen und Rechtsbestimmungen und Gesetze. Deswegen bin ich gekommen vom Ende der Erde zur Zerrener Straße 32. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Hey, es gibt kein physisches Volk Gottes mehr. Es gibt nicht mehr das Jerusalem wie im Alten Testament. Der Modus, die Methodik hat sich geändert. Damals hat das funktioniert. Da kam dann eben die Königin des Südens, weil sie gehört hat von der Weisheit Salomo, weil sie gehört hat, wie großartig dieses Volk ist, eben durch die Gesetze des Herrn, denen sie nachgefolgt sind. Und dann hat sie die Diener Salomos gesehen, wie sie gekleidet waren. Und sie war außer sich. Das ist unfassbar. Aber das wird heutzutage nicht passieren. Niemand wird sagen, die Zerrener Straße 32 ist so schön. Das ist alles so toll hier. Und eure Weisheit und eure Gesetze. Und das wird nicht passieren. Sie werden nicht einfach kommen vom Ende der Erde und auf die Knie fallen. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sondern wir müssen herausgehen bis an die Enden der Erde. Und das ist wirklich der erste wichtige Punkt, dass wir herausgehen aus der Gemeinde. Nicht in der Gemeinde warten, beten und warten, bis jemand dann mal irgendwann vorbeikommt. Es gibt falsche Gebete. Hör mir zu, mein Freund, es gibt falsche Gebete. Wenn die Bibel sagt, dass wir bis an die Enden der Erde gehen sollen, dass wir der ganzen Schöpfung das Evangelium predigen sollen, dann ist das die Gebetserhörung. Ja, was ich damit meine ist, dann weißt du, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen. Dann musst du nicht dann trotzdem einfach beten, dass Gott jemanden vorbeischickt. Moment mal. Schon wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Also wenn Gott dir gesagt hat, tue das und das, du willst aber trotzdem, dass es auf eine andere Weise ist und du betest dafür, das ist ein Gräuel. Gott hat schon gesagt, so und so ist es. Dann, okay, das ist die Antwort, dann mach das doch.